Mal die Geschwindigkeit um 2 und durch den Bahnradius gleich die Gravitationskonstante multipliziert mit dem Grund aus der Masse des Zentralkörpers. Genau, damit erhalten wir die Grundlage für das Herleiten der Bahngleichung, wie euch Fato jetzt demonstrieren wird. In unserem Beispiel wollen wir die Fluchtgeschwindigkeit des Zwergplaneten Eris bestimmen. Mit den Werten aus unserer Beispielrechnung sieht es dann so aus. Sehr schön, Fatou. Und wenn du dir jetzt noch eine 2 verdienen willst, dann lass doch noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Und zwar den Trappist 1G mit den approximierten Werten aus QE-Style. Nee, lass den ruhig liegen, das geht auch ohne. Noch ein. Kyumi, lass ihn mal. Jetzt hast du da oben hoch minus 11 und auf der anderen Seite hoch 23. 23 minus 11 sind... 4. Oh, was? Kann das so stimmen? Dumm. Können wir bitte aufhören? Konzentration jetzt dabei. Das sind einfache Grundrechenaufgaben, das kann sie. Das ist aber offensichtlich nervös. Okay, Fato, dann machen wir den Referatsteil weiter. Okay. Sorry. Ich bin einfach dumm, okay? Du hattest ein Blackout, das passiert doch jedem Mal. Das passiert nicht jedem, das passiert nur mir, weil ich dumm bin. Ich weiß nicht mal, wie ich es in die fucking Oberstufe geschafft habe. Ich check's nicht. Ich check nicht mehr, warum wir das hier überhaupt alles machen. Hey, komm, niemand checkt, warum wir das machen müssen. Einfach ein bisschen anders. Das ist nicht schlimm. Ach nein? Und warum kannst du dann nicht mehr von deinen Freunden zu mir stehen? Und dann redest du irgendwas von zwischen den Stühlen.
Warum bist du einfach zu feige, um mir zu sagen, dass ich nicht gut genug für dich bin? Alles okay? Sollen wir nach Hause? When you broke me free.